Hallo, ich drehe mal kurz die Kamera, dann sieht das alles etwas anders aus. Ich mache jetzt gerade keine Pyramidenmännchen. Wir sind auf der Weidelsburg und hier schaut mal die schöne Aussicht. Wir waren eben gerade richtig hoch und der blaue Himmel, das ist doch wirklich richtig bewundernswert. Wenn man jetzt hier so dreht, seht ihr, das ist echt schön. Und die Türme sind richtig hoch. Also vor 1000 Jahren haben ja hier die Leute gelebt und die Weidelsburger Weibertreue seht ihr auch auf Instagram, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ich laufe jetzt gerade die Treppen runter und falls die Kamera ausgehen sollte, wundert euch bitte nicht. Und hier ist nochmal so eine richtig schöne Aussicht. Jetzt gehe ich noch etwas runter. Jetzt zeige ich euch kurz, wie das hier alles so aussieht. Hier gibt es viele kleine Hefte. Und das ist die Weibertreue. Die Sage von der Weibertreue von der Weidelsburg. Die habe ich euch auf Instagram eingeblendet. Schaut doch gerne auch da mal vorbei. Ich mache das jetzt nicht zu einem Special. Das mache ich einfach nur Fotos für das Special. Und hier filme ich jetzt einfach so als eine Art Special die Weidelsburg. Und wir haben gerade die Leine unseres Hundes vergessen. Deswegen ist das jetzt nicht. Deswegen hört ihr vielleicht gerade mal meinen Vater Matzen im Hintergrund. Aber ich zeige euch jetzt noch so ein bisschen die Weidelsburg, weil es vielleicht auch mehrere interessiert. Ich liebe die Historik und die Geschichte halt. Es geht hier richtig weit nach oben. Hier sind viele Besucher gerade. Ja, und da geht es auch noch lang. Wenn wir jetzt drunter gehen, was wir jetzt gerade tun werden, weil wir schon ziemlich lange auf der Weidelsburg sind, zeige ich euch gleich den Ausblick von unten. Wenn ihr euch jetzt wundern solltet, wieso ich auch auf Instagram ein Autofoto wahrscheinlich gepostet habe, also ich weiß nicht, ob ich eins posten werde. Falls eins da ist, ich habe mir überlegt, ich mache noch ein Foto im Auto mit Ausblick. Ja. Es kommen gerade viele Besucher, die möchte ich nicht gern filmen, weil ich sie ja nicht gefragt habe. Deswegen werde ich jetzt wieder Schnitt machen, also das schneiden. Deswegen sind wir gleich wo ganz anders, deswegen wundert euch bitte nicht. Hier sind die Wegweiser und da ist noch ein Waldweg. Schaut mal, und das ist der Ausblick nach unten vom Wald. Da er die Leine herhalten muss, meine Handtasche herhalten muss, seht ihr da meinen Hund an meiner Handtasche. Schaut mal, jetzt seht ihr noch mal so etwas hervorragend, die Weidelsburg. Und das ist das wunderschöne Maigrün. Genau. Ich filme jetzt einfach so nach bergab. Dann seht ihr mal den Wanderweg. Ja, genau, da geht's hoch. Und da geht's runter. Ist jetzt eigentlich ganz steil bergab. Also, wenn ihr mal schaut, meine Füße sind schon so. Genau. Es kommen jetzt wieder Leute, aber da seht ihr nochmal den Ausblick zur Weidelsburg. Hier seht ihr ein Schussfenster. Das ist wirklich viel, viel größer. Und nur die haben ja da die Kanonen reingelegt und haben so geschossen. Dazu werde ich wahrscheinlich auch auf Instagram ein Foto posten. Schaut mal, und das ist eine riesige Hundeleine. Da ist mein kleiner Hund. Genau, und da ist meine Handtasche. Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach noch einem schöneren Instagram-Foto. Ihr seht, ich habe kein Stativ dabei, ich habe auch noch keins. Von daher, und bei mir sitzt gerade so ein kleiner Käfer. Der muss auch weg. Ja, und ihr seht, ich filme hier. Hier seht ihr meinen Schatten. Ich habe mich jetzt gerade gedreht. Rund um mir sind Leute. Meine Eltern sind hinter mir. Deswegen ist ganz viel abgeholzt. Und ja, hier ist ganz viel gerodet. Meine Mutter sagt gerade, dass Maigrün und auch die Brennnesseln sind sehr wichtig fürs Gehirn. Deswegen, wenn ihr euch das jetzt im Fernseher anschaut oder auf Handy oder iPad, ist das wahrscheinlich nicht so wie in echt. Ihr hört wahrscheinlich so ein richtiges Rauschen. Das ist der Wind. Genau, es ist richtig schön hier. Man hat eine super tolle, geniale Aussicht. Und ich empfehle euch, hier mal hinzufahren, wenn ihr in der Nähe wohnt. Ihr müsst einfach nur, wenn ihr hier hin wollt, ihr könnt einfach in ein Hotel gehen, hier in der Nähe. Das ist natürlich
natürlich nur etwas für schwindelfrei. Ich sag euch jetzt mal, wir sind wirklich lange hierher gefahren. Wir haben aber kein Hotel gebucht. Wenn ihr ein Hotel buchen wollt, müsst ihr einfach ein Hotel in der Nähe suchen. Und das heißt halt in Deutschland, in Hessen, in Wolfhagen nochmal, in Hessen, in Deutschland, wenn ihr Weidensburg, Wolfhagen, Hessen, Germany eingibt, dann müsst ihr das kommen und dann könnt ihr ein Hotel buchen. Und da seht ihr nochmal die wunderschöne Aussicht und die Weidensburg ist jetzt weg. Mit diesem Ausblick verabschiede ich mich.